Hey Freunde des Schweißes, ich weiß es und du weißt es auch, Elex 2 ist wieder am Stissel und wir sind hier weiterhin unterwegs. In der letzten Folge haben wir hier diese Mine, so gut es geht, ausgeräubert. Und jetzt überlege ich, wir können einmal hier zu Astrid, da können wir diese ganzen Ledersachen geben, die wir haben. Da kommen wir am besten vom Vorhin, glaube ich. Puh, mir ist so fucking warm, Alter. Ich nehme das hier alles auch natürlich am wärmsten Tag bisher auf. 35 Grad haben wir draußen. Es ist sehr, sehr nicht angenehm, Freunde. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich habe von voll vielen immer gehört, dass es bei denen mit 36 Grad oder so, es ist zwar warm, aber es geht alles noch. Mich würde das mal interessieren, wie das bei euch ist. Vor allen Dingen, wenn ihr jetzt in so kleineren Gegenden wohnt. Also mit kleineren Gegenden meine ich jetzt so Dorf oder sowas. Ich kann mir vorstellen, dass es auf einem Dorf bei 36 Grad oder so ist, es zwar warm und die Sonne knallt, aber dass es da ganz anders ist, natürlich, als es so in Berlin ist. In Berlin ist alles so drückend, Alter, und man merkt einfach, wie diese Stadt einen töten will. Hi. Wegen der Tierhäute. Dann zeig mal, was du mitgebracht hast. Ja, ich habe Tierhäute oder Tiermorgen. Sehr schön. Bitte sehr. 80 Splitter. Da fehlt noch was. Da fehlt noch was. Danke. 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 Hier, für dich. Danke. Da fehlt noch was. Was kann sie eigentlich? Bring mir was bei. Alles, was mit Jagen zu tun Sicher. Hat, ne? Was willst du wissen? Und sie kann auch dieses sechste Sinn-Ding. Das ist ganz geil, aber brauchen wir es wirklich? Das hier, einsamer Wolf, würde ich ganz zum Schluss vielleicht noch ein bisschen skillen. Ja. Für die Fälle, wo wir halt nicht mit irgendeinem Gefährten unterwegs sind. So eine Sachen hier würde ich gerne einfach weiter skillen. Hinterhältiger Angriff ist ganz geil. Ihr wisst, wie ich bin, Freunde. Ich weiß, dass das auch den einen oder anderen vielleicht ein bisschen ärgert. Möglicherweise. Aber ich bin halt einfach eher so der Nahkämpfer in so Games. Ich weiß, dass der Fernkampf hier völlig overpowered ist, wenn wir hier mit einer Schrotflinte langlatschen. Dann geht das alles richtig super. Aber das ist nicht so meins. So, was ist das hier? Aus irgendeinem Grund habe ich mir das markiert und jetzt will ich wissen, warum. Oh, damn. Ein alter Extraktor. Komm, den schauen wir uns an. Giftet, Alter. Ich überlege, ob das die Tankstelle ist, wo wir damals den Outlaw kennengelernt haben. Oh, da ist eine Elex-Ader. Ich denke mal, hier um das Teil rum wird es mehrere Elex-Adern geben. Technik ist Fluch und Segen zugleich. Und das aus deinem Mund? Technik kann einen nachlässig machen. Ja.
Hört sich an, als ob der Asthma hat. Hau weg, ich mag ihn auch nicht. Nira, Alter. Was ich sagen wollte, Technik kann einen nachlässig machen. Wenn wir ihren Nutzen nicht ständig hinterfragen, können wir sie nicht verbessern. Oder du machst es wie ich und nimmst das, was da ist. Ich soll mich mit dem Standard zufrieden geben. Vergiss es. Manchmal ist der Standard gar nicht so das Schlechteste. Und aus diesem Grund... ist es der Standard. Was ist das? Ich muss mir angewöhnen, in Kämpfen die Heiltränke zu nutzen und außerhalb von Kämpfen einfach mit Nahrung hochzuheilen. Ich mache das immer genau andersrum, falls euch das mal aufgefallen ist. Und das ist einfach dumm. Das ist einfach sehr dumm. Damn, da ist Orkmork, Alter. Geht's hier nirgends rein? Okay, da sehe ich schon wieder ein bisschen Treibstoff. Nice. Eine Chance gegen das Vieh. Alter, der hat die komplett aus dem Leben geboxt, ne? Nein. Der Eingang. Hatten die Teile keinen Eingang? Die hatten doch einen Eingang, oder? Bin ich doof? Okay. Wir gucken mal, ob wir nach oben raufkommen.
Oder auch nicht. Vielleicht auf so einen Ausläufer rauf. Steuerung ist völlig unproblematisch. Okay. Oh damn, wir haben es geschafft, Alter. Ist lange her, dass wir auf so ein Teil oben drauf standen. Wir müssen mal gucken, wie lange die Playlist vom ersten Teil her ist. Oh, da ist irgendein geiler Trank. Oh. Bitte sag mir, ist ein großer. Freunde! Na also. Ein fucking Lernpunkt. Und Kalans Licht, Alter. Bücher geben Erfahrung und Schlösser sind leichter zu öffnen. Okay. Okay, aber rein geht's hier nicht, so wie es aussieht. Schade. Aber wir können uns nicht beschweren. So, Kalans Licht wollte ich noch gucken. Feuerspucker. Da. Verbraucht Energiezellen. 234 Schaden. Well. Bücher geben Erfahrungspunkte. Geben Bücher nicht immer Erfahrungspunkte? Jetzt mal ehrlich, geben Bücher nicht immer Erfahrungspunkte oder meinen die mehr Erfahrungspunkte? Plus 1 Bücherwurm. Das ist jetzt übelst schade, ne? Weil das hätten wir jetzt. Das ist kacke. Aber das Geile ist, dass wir jetzt Schlösser knacken. Quasi Stufe 2 haben. Das ist nice. Okay, ich würde jetzt da runter. Geil, Freunde. Das hat sich gelohnt. Wisst ihr, was mir fehlt? Dieses Gebiet von den Berserkern, wo man, wo sie die Ausgestoßenen hingebracht haben. Gibt's das noch? Das wird mich interessieren. Es steckt wenig Effizienz in dieser alten Bauweise. Okay, da liegt ein Toter. Sieht ruhig aus, Freunde. Es ist ruhig. Zu ruhig. Bisschen gucken, ob hier Minen liegen oder so. Manchmal beneide ich dich um deine Willensstärke. Du kannst Elex konsumieren und hast trotzdem die Kontrolle über dein Handeln. Ich hoffe, du weißt, welche Verantwortung damit auf deinen Schultern lastet. Ich hätte nichts dagegen, sie abzugeben. Das wäre Verschwendung. Vertrau mir. Ich
finde schön, dass sie denkt, dass wir Kontrolle über irgendwas haben, was wir hier tun. Da ist Treibstoff. Hat Dietriche. Gummisuppe. Endlich, Freunde. Alter, ist mir ist so unfucking fassbar warm, Alter. Okay. Nicht viel los an dem Ort hier. Paar Berserker. Und jetzt? Hier und jetzt. Es ist wirklich nicht viel los hier. Aber hier gibt es einen Haufen so Gastanks und alles. Ich könnte mir fast vorstellen, dass hier vielleicht eine Quest hinführen wird. Zumal hier ein Haufen Berserker sind. Könnte sein, dass hier eine Berserker-Quest hinführt, ne? Dass man rausfinden soll, was mit denen passiert ist. Und dann sind hier vielleicht ein paar Banditen oder so. Könnte ich mir vorstellen zumindest. Aber ich find's cool, ne, wie auch in Elex 1, wo ja viele damals im Livestream, wir hatten das ja damals komplett im Livestream gespielt, Playlist findet ihr trotzdem auf YouTube, sind immer Stundenfolgen, weil wegen Livestream damals. Da hatten voll viele im Livestream immer Bedenken geäußert, dass wir so squishy sind. Sind wir hier auch, aber ihr merkt's jetzt, nach und nach können wir uns dann tatsächlich auch gegen Viecher wehren, so. Irgendwas stimmt hier nicht. Kleiner Elixiertrank. Ich bin nicht gut genug. Das war nichts. Ich werde auch nicht müde, das auszuprobieren. Ja, aber ich hatte schon recht, wir hätten uns die Heckteile... hätten wir uns vielleicht anders markieren sollen. Ah, naja, hinterher ist man immer schlauer. Und im Endeffekt ist es ja egal. Wir wissen, da ist... da ist noch irgendwas, was wir sammeln müssen. Alter, ich sterbe an einem Heatstroke, Alter. Schachtelzigaretten, Alter. Hat sich gelohnt, herzukommen. Was geht hier ab? Irgendwas stimmt hier gar nicht. Die ganzen komischen Kerzen auf dem Boden und so, das ist schon hart weird. What the fuck? Da ist eine abgehackte Hand. Vielleicht hat einer eine helfende Hand gebraucht. Man weiß nie. 100 Pro uns wird hier irgendein Auftrag noch hinführen. Wir haben aber auch einen Elex-Trank für 500 Erfahrungspunkte bekommen. Und das haut uns 500 Erfahrungspunkte näher in Richtung Stufe 15. Okay, wie geht's denn weiter? Wir können entweder das uns mal angucken. Ich würde gern wissen, was das hier ist. Obwohl, wir wissen alle, was das hier ist. Es ist derselbe Scheiß wie das hier. Ja. Ja, komm, wir gucken jetzt erstmal hier drüben. Warte mal, hier waren wir schon. Das war, wo wir den Dude kennengelernt haben.
Okay, cool. So langsam ist der Jetpack auch gar nicht mehr so ultra lächerlich, ne? Was ist das hier? So eine Felsformation, da denke ich immer, entweder bekommen wir einen Drachenruf. Oder hier sind diese komischen... Wie hießen die, diese Spinnviecher aus dem ersten Teil? Die bei den Outlaws so extrem waren. Ich weiß nicht mehr, wie die hießen, aber die haben wir hier auch schon gesehen. Wüstenraptor, ne? Wüstenteufel. Okay, aber den kriegen wir platt. Der hat nicht mal einen Totenkopf. Glaubst du, dass es irgendwann mal Frieden geben wird? Nein. Frieden ist eine Utopie. Was macht dich so sicher? Wie soll ich an etwas glauben, das ich nicht kenne? Guter Punkt. Das Arschloch, Alter. Frieden ist eine Utopie. Autopsie. Eine Utopie. Dude, ich habe mich jetzt so dran gewöhnt, dass auf 3 einfach der Bogen ist. Ich habe einen Plan. Der Plan funktioniert nur, wenn du jetzt mitkommst, Mädchen. Dass die Menschheit überhaupt noch existiert, grenzt an ein Wunder, wenn ich mir ihre Wurzeln hier so betrachte. Okay. Danke für deinen Einwand. Ich würde gern hier... Mann, ist hier ein Teleporter? Holy fuck. Ah.
Scheiße. Okay, aber hier ist kein Teleporter. Aber wir sind nicht weit weg von dem Teleporter. Weil, ey, wir haben zwei Lernpunkte. Ich würde jetzt gern einfach die zwei Lernpunkte ausgeben für Praktika und das andere Ding. Erfahrener Jäger und für Praktika. Und das machen wir jetzt auch, bevor wir irgendwas anderes machen. So, weil wir gehen die ganze Zeit irgendwelche kleinen Aufträge erledigen und killen die ganze Zeit irgendwelche Viecher. Und dann macht es einfach viel mehr Sinn, wenn wir uns vorher was holen, wodurch wir mehr Erfahrungspunkte bekommen, Freunde. Und zwar für beides. Natürlich, auf lange Sicht bringt uns das gar nichts. Da bist du ja. Ich habe dich schon gesucht. Mich? Ja, die Innereien der Rottmolche, die du mir gebracht hast, waren ein voller Erfolg bei meinen Schülern. Ich würde dich selbstverständlich wieder bezahlen, um dich zu motivieren. Okay. Wenn du also mal wieder Mutanten jagen willst, sag Bescheid. Wegen der Mutanten. Was soll ich dir diesmal bringen? Nichts. Es muss etwas weggebracht werden. Du erinnerst dich an die Köder, die ich mit meinen Schülern ausgelegt hatte, um die Rottmolche anzulocken? Die ihr mit Kontrastmittel versehen hattet. Um die Innereien, die du uns besorgen solltest, zum Leuchten zu bringen. Genau. Ich kann mit meinen Schülern selbstverständlich nicht gefährlichere Mutanten außer Rottmolche anlocken. Aber du kannst das. Ich soll also Köder auslegen, um Mutanten anzulocken. Klingt gefährlich. Deswegen kann ich es nicht mit dem Nachwuchs machen. Und dies ist auch der Grund, warum ich dich angemessen bezahlen werde. Je höher das Risiko, desto größer muss die Motivation sein. Die Grundregel emotionaler Beeinflussung. Okay. Mit welchen Mutanten werde ich es zu tun haben? Hoffentlich mit gar keinen, da du nur Köder auslegen sollst. Fragt sich nur, ob das klappt. Wir versuchen, Häscher anzulocken. Diese Mutanten, die den Menschen noch recht ähnlich sehen und Waffen benutzen. Mhm. Ihre Gehirne sind für unseren Unterricht perfekt geeignet. Sie sind ein Wunderwerk unserer Biotech-Ingenieure von damals. Wo soll ich die Köder auslegen? Wichtig ist nicht nur wo, sondern auch wie. Wie? Wenn du gerade Richtung Süden läufst, den Berg hinauf, findest du eine alte Burg. Sie war früher einst von den Klerikern besetzt. Heute haben sich dort eine Menge Häscher eingenistet. Dort sollte es mit Sicherheit noch einige Tische geben. Leg die Köder dort drauf. Selbst wenn von Häschern kaum Menschliches mehr übrig ist, sollten sie doch noch Essen auf Tischen erwarten. Auch wenn es nur im Unterbewusstsein ist. Okay. Alles klar. Ich werde die Köder für dich auslegen. Gut, hier, nimm die Köder. Wenn du die Köder ausgelegt hast, komm wieder zu mir. Ich werde dich angemessen bezahlen. Bring mir etwas bei. Fangen wir an. Okay, Freunde. Das sind übrigens alles, was wir hier machen. Also die Teile hier im Endeffekt auch, ne? Sobald wir eine bestimmte Stufe erreicht haben, ist das hier alles nutzlos. Aber ich glaube, bei Elex, genauso wie im ersten Teil, gibt es keine Maximalstufe, ne? Egal, wir lernen jetzt 5% mehr Erfahrung bei getöteten Feinden. Das summiert sich einfach. Und 5% mehr Erfahrung bei Quests. Bams! Freunde. Wir können ja mal mit, wo ist ein Makaber? Was soll dein Verhalten? Geh aufrecht.
Was soll dein Verhalten? Geh aufrecht! Was soll dein Verhalten? Geh aufrecht! Ah, da! Guten Tag, Sir! Das ist alles? Okay. Hat er keinen Bock auf uns. Freunde! Wir können schon mal gucken. Leuchtendes Elex. Das ist unser nächster Auftrag. Der führt uns dort nach draußen. Wird erstmal uns hierhin teleportieren. Oh, zu einem Leckermarsch. Freunde, wie es hier weitergeht, das seht ihr schon in der nächsten Folge von Elex 2. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, Alter. Ich werde wieder in eine kurze Abkühlungsphase gehen. Ist aber auch schon ganz gut für mein Mind-Body-Connection, dass wir hier die ganze Zeit im Schnee unterwegs sind, Alter. Während ich hier sitze und einfach zerfließe. Ihr seht's, ey, ich strahle mehr als die Sonne in Tavar. Dann lasst mir gerne ein Däumchen nach oben, einen netten Kommentar. Einen netten Kommentar von mir aus auch. Haut rein. Bye, bye.